So, ich nehme euch mal mit zum Amphibo-Rundgang. Der startet direkt auf dem Klo hier in den Katakomben. Und ich hoffe, dass ich niemanden treffe und mir nicht alle in Ruhe lassen. Nein, natürlich nicht. Natürlich bin ich hoch motiviert. Am zweiten Tag zum kurz vor Feierabend. Mensch, Bodybuilding mit der Schule und so der Bettphysik. Da will er alles rasieren und dann will er anderthalb Jahre Babypause machen. Und die Regina, die kann gleich hier, du kannst gleich hier warten. Und morgen, wie gesagt, wird er Medaille holen. Wenn nicht, gibt es einen Arschloch vom Kalle. Und dann hat sich der lackiert. Viel Glück, Digga. So, jetzt kommen wir zu den Richtigen hier. Zu den richtigen Bodybuilder. Hallo, Regina. Regina, was hast du denn hier? Regina de Silva. Hey. Olympiateilnehmerin. Verrücktes Huhn, total crazy, gut aussehen. Genau. Jünger wie ich hier. Wie lange kennen wir uns schon? Sehr lang. 15 Jahre? Länger. Da warst du ja noch bei All-Stars mit. Genau, 2001 hat angefangen auf die FIBO. Ja. Über 20 Jahre aber. Wahnsinn, ne? Über 20 Jahre kennen wir uns schon. Wie gesagt, wir freuen uns immer, wenn wir uns sehen. Gerade auf solchen Events oder auf Meisterschaften. Hochdekorierte Bodybuilding-Veteranen. Ja, so kann man ja jetzt schon sagen. Ne? Also wir sind ja raus ausgegeben, aber wie gesagt, darf man den Alter verraten? Ja klar. Wie alt bist du denn? 52. Guck dir mal mit 52 die Form an. Da ist der Kalle Lichtjahre von entfernt. Aber wie gesagt, vom Feinsten. Bleib hübsch wieder, bist du eine gute. Mich haben sie zum Rundgang verdonnert. Ich muss jetzt ein YouTube-Video für mich drehen. Mach das. Arbeitszeit. Viel Spaß. Lass dir gut gehen. Was für die Lieben. Ciao. Und kickt man mal, ob keiner kickt sozusagen. Was mich freut ist, dass es größer geworden ist wie erwartet. Und dass zum zweiten Wiederverkäufertag, also was eigentlich noch gar kein offizieller Besuchertag ist, doch schon relativ voll geworden ist. Aber das richtige Ding kommt morgen halt. Da wird's schlimm. Samstag, Sonntag, Besuchertage. FIBO ist ausverkauft, so wie ich gehört habe. Jetzt stehen sie alle schön an beim Rühl. Und ich werde die Veranstaltung direkt boykottieren hier. Voll in Action. Der hat wenigstens was zu tun. Der muss nicht so rumgammeln wie der Kalbach, den keines auch kennt hier. Herr Botthoff hat schon das Handtuch geschmissen, wie es aussieht. Hier seht ihr mal die Frau Brothof in Form. Kann sich ja kein Mensch mehr vorstellen, dass der auch mal Muskeln hat, also dass er auch mal wettkampfform war. Ich kenne die Zeit noch. Ja, aber lange ist er genau wie bei mir. Physisch und dick. Pass auf, was ist an den Gerüchten dran? Dass wir beide die Masters machen. Also bei dir, weißt du ja, du bist in Vorbereitung, sieht man ja. 1. April ist vorbei. Ich habe mit dem Ronny schon drüber geschwätzt. Würde ich mir lieber den Fuß abnehmen lassen. Der hat mir vorhin gesagt, das ist ein April-Scherz gewesen. Aber wäre eine lustige Nummer gewesen, aber es ist halt vorbei, ist vorbei. Nee, man müsste dann irgendwas Lustiges machen. Irgendwie. Keine Ahnung. Heiko, könntest du nur eine Woche Diät haben? Ich ja. Sieht man doch, oder? Ja. Pizza-Diät. Ist ja jetzt gerade im Kommen, habe ich gelesen. Die Prozeps und so, die ich machen sowas. Ja, ich kann das nicht. Ja. Nee, ich bin froh, wenn ich noch 3 mal die Woche trainiere. Wird man dich denn mal eventuell in irgendeiner Jury sehen? Als von gar nichts. Also komplett nur noch busy, Markus. Hast du ja auch verdient, muss man ganz klar dazu sagen. Nee, ich bin auch nicht mehr der Mensch, der sich jetzt so im Bodybuilding bewegt. Ich liebe es zu trainieren und ich liebe Bodybuilding. Ja, das mache ich auch, ja. Aber ich komme mit vielen Wettkampfdingen, mit den Verbandssachen. Ich komme mit dem ganzen Kram. Gehe ich auch nicht konfirmieren, bin ich auch ganz ehrlich. Vielleicht sind wir auch zu alt. Ich sage immer, das liegt an mir, liegt immer am Alter. Nein. Aber ich kann mich damit nicht mehr identifizieren. Ich weiß ja gar nicht mehr, wie viele Verbände es gibt. Erstmal das und dann, wie gesagt, die Regeln, dann hat sich das Niveau so weit runtergeschraubt. Der dann moderierst den Wettkampf, guck, du hast da gemacht. Ja. Ich weiß gar nicht, wer da jetzt auf die Bühne kommt. Wie heißen die? Wie sehen die jetzt aus? Es sind doch einfach zu viele. Wo ist der Unterschied? Ja. Der eine hat lange Füßnägel, der andere hat kurze Füßnägel, der andere hat rote, der andere hat gelbe. Ja, was soll ich jetzt machen? Ja, wie gesagt, deswegen sind wir gepflegt raus aus der Nummer.
Ja, aber es ist auch durch. Ich gucke mir die Sachen gerne an. Immer gibt es Trainer. Und immer gibt es dann die Leute, die die Spieler und die Trainer kritisieren. Ja. Und das sind wir. Ja, genau. Das haben wir, das muss man verdienen. Das haben wir gemacht. Und jetzt dürfen wir auch mal kritisieren. Und da werde ich, glaube ich, auch in Zukunft ein bisschen aktiver werden noch. Einfach um die Leute dahingehend zu unterhalten, ein bisschen aus unseren alten Ansichten einfach mal dem jungen Volk vermitteln. Weil die hocken alle mit ihrem Arsch in der Komfortzone, das merkst du ja bei den Gesprächen auch, die ich hier führe. Und das ist einfach ein komplett anderes Gedankengut, was ein ganz anderer Input oder Mindset, wie es heutzutage heißt, wie wir damals hatten. Aber man muss alles zulassen, muss alles verstehen, ja, akzeptieren. Ist nun mal die Zeit. Aber dann müssen die unsere Zeit auch respektieren, wenn wir mal zwei, drei sinnvolle Sätze von uns geben, die aber leider nicht verstehen können. Ja, aber ich sag's immer wieder, vielleicht liegt es einfach in unserem Alter. Ich weiß. Nein. Aber ich lasse alles zu und mir ist alles recht. Markus, ich habe gerade einen Veganer da gehabt, da sag ich, du, ist doch super, ist doch vegan. Aber geh mir nicht auf den Sack, wenn ich mal ein Stück Grundstück fressen will. Ich lass dir dein Blatt und deine Blume und lass mir mal ein Stück Fleisch und dann ist doch alles super. Ja. Ich habe gar nichts gegen Veganer. Das Problem bei den Jungs ist tatsächlich, dass es immer allen aufzwingen wollen, ihre Meinung und den Blödsinn. Und das ist ja nun mal, das hat ja nun mal nichts mit Bodybuilding zu tun, das wissen alle. Es gibt so eine, ja, ich würde jetzt sagen, so eine grüne Politik, die. Haben wir sowas? Ja, finde ich schon. Die nicht andere Meinung oder. Die tolerieren gar nicht. Genau, wo die Toleranz da aufhört, wo ihre Akzeptanz praktisch anfängt. Bin ich ganz deiner Meinung. Und das ist so das Problem, wo ich denke, ist das jetzt noch alles so richtig? Naja, und da bin ich halt der, laut werden will, hier und da mal. Und nicht, ach, leck mir am Arsch mit dem Scheiß. Nein, ich will auf den Topf hauen, richtig noch, ich hab da Spaß dran. Nein, komm, wir sind auch erwachsene Menschen. Weil ich lache mir gleich alle tot. Nein, guck dir mal, ich hab's gerade von dem Rocken für ihn gesagt. Die mir 30 waren, war voll im Saft. Hast du dich für Politik interessiert eigentlich nicht? Ich auch nicht. Da waren nur Bodybuilding und Pumpen und dreimal ein paar Fresse und. Und heute hast du auch mal eine weitere Sicht dran. Das ist auch okay, darf man auch mal legitim sagen. Weil ich mit Dingen beschäftigt, ich muss seine Meinung sagen. Ich habe meine Meinung zu politischen, sportlichen Dingen, die kann ich auch gerne. Ob da bis jemand gefällt, oder nicht, ist mir scheiße. Behalte die auch unbedingt. Ja. Musst du unbedingt. Nee, ich gebe das ja auch meiner Tochter so weiter. Ja. Ich habe ja auch Streit im Kindergarten und alles. Aber ich bin, wie ich bin. Ja. Gibt es da noch eine andere Deutsche außer deiner Tochter? Ja, gibt es viele, weil wir noch ein bisschen im Land sind. Aber ich finde auch das nicht das Problem. Nein, ich finde das war das Problem, wenn wir nur mal als Kind, ja, mit so einem Kindergarten und dann tun sich Eltern beschweren, warum die in den Kindergarten. Ja, das ist ein christlich-demokratisches Land, ja, man darf in den Kindergarten gehen. Ich fand es auch mal gut, wenn die mal in die Moschee gegangen wären, was sie leider nicht vorgeschlagen haben. Und dieses beide Sachen finde ich immer gut, wenn man beides mal akzeptiert. Aber eine einseitige Akzeptanz ist dann gleich ein Verbot. Darf man das Ding überhaupt noch Kindergarten nennen? Ja. Das darf man noch, ja? Okay. Ist ein Kindergarten, ist ein schöner Kindergarten. Es sind auch gute Lehrerinnen und Lehrer. Aber so manches ist halt aber schwierig zu akzeptieren. Also besteht die Hoffnung, dass aus deiner Tochter mal ein vernünftiger Mensch wird? Im Gegensatz zu dir oder mir? Ja, genau. Gut. Ja, ich habe nichts gelernt. Außer hier gleich so blöde Gewichte eben. Aber habe ich gesehen in der Story. Hat sie Bankdrücken gemacht. Ja, ja. Papa hat geschmunzelt. Der Kleine trainiert mit mir. Stolz wie Bolle. Ja, bin ich schon. Ja, die hat da Bock drauf. Wie alt ist sie jetzt mittlerweile? 7. Boah, Alter, die Zeit vergeht aber auch, wa? Ich finde es schön, wenn ein Kind Lust hat, sich zu bewegen und Sport. Ja, ohne, dass ich sie jetzt zwingen muss, zu sagen, ja, nee, du hast gesagt, Papa, ich will mitgehen. Und da legt sie sich dahin automatisch. Ja, ich habe dir nichts gezeigt. Die hat nur gesagt, stell mal das mal ein, kannst du. Und dann legt sie sich hin, ohne dass. Und drückt. Ja, das ist ja wie ein Tierrecht. Die wollen ja den Erwachsenen nacheifern. Siehst du? Und wir versuchen, das zu verbieten. Ja. Weißt du? Wenn ein Kind Lust hat auf ein Stück Fleisch, versucht es, ein Andersdenkender zu verbieten. Wo ich denke, lass doch dem Kind ein Stück Fleisch. Das ist vollkommen unbelastet. Das ist rein. Lass es doch probieren. Und wenn es für sich entscheidet, dass es nicht mag, dann ist es okay. Dann akzeptiere ich das sogar. Man soll es nicht in der Ecke drängen, genauso wie mit der ganzen Gender-Scheiße, genau so, wo man die Kinder zwingt, sich anzugucken, dass sie Männer knutschen und Männer Kinder adoptieren, was alles wieder der Natur ist, meiner Meinung nach. Das muss man den Kindern aber selbst überlassen irgendwann. Aber stell die Frage, Heiko, ist es dem homosexuellen Paar überhaupt vielleicht recht, dass man das so ins Licht stellt? Nach vielen Jahren, die wollen es ja forcieren, oder die wollen es ja in Fokus rücken. Weil alles, was übersättigt wird, ist dann irgendwann halt auch, geht so in die Gegenbewegung.
Ne? Ja. Genauso mit dem ewigen homophoben Denken. Ist doch alles okay. Aber wenn man das ständig auf die Fresse gedrückt wird, ist es eben dann satt und überdrüssig. Und dann kommt es vielleicht in eine Gegenbewegung, wo es sonst keinen ja. von der BFU gleich eine Akzeptanz. Aber gut, wir sind ja Politiker. Halte mal. Erzähl mal mal meiner Community, wie oft machst du noch Sport die Woche? 4, 5 Mal. Fünfmal schaffst du noch, ja? Kriegst du noch ja, auch wenn ich das fünfte Mal oft unlustig bin. Das ist so der Vollblut-Bodybuilder, der ist in dem drin. Du willst ja Sport. Ich mach's 3 bis 4 Mal, gebe ich ehrlich zu. Also ich krieg 5 Mal nicht mehr hin. Mir geht's aber gut. Ob das jetzt noch ein Training ist, ob man das Bodybuilding nennen darf oder aber so ein bisschen Bewegungslegasthenie, weiß ich nicht. Aber ich versuche nur Sport zu machen. Wir sind dem Handelssport treu geblieben. Ja. Ich mag gerne Sport machen. Ob das jetzt noch Muskelaufbau ist. Nee, mit Sicherheit nicht. Aber ist auch nicht schlimm. Wir müssen ja nichts mehr beweisen. Du nicht, ich nicht, keiner von uns. Wir und so. Und deswegen auch die Frage von eingangs, steht die Masters im Raum? Ich habe es für mich so entschieden, wenn ich mich nicht verbessern kann, lasse ich es sein, würde ich nie wieder eine Bühne betreten. Und ich kann mich jetzt mehr verbessern gegenüber früher. Und ich denke mal, Markus hat so eine ähnliche Einstellung, wo ich gleich. Ich stelle mal eine These in den Raum. Es gibt ja tolle Models, die alt sind. Die 16, 17, ja. 18, 20, 22. Und wenn ein Model mal 50 ist und von der Natur bedingt die Haut nicht mehr so hübsch ist und vielleicht der Rest auch nicht mehr so sexy, will man das dann noch sehen? Also, dann sagt man zwar jetzt, oh ja, das ist doch schön, du, aber... Es gibt ja alles einen Fetisch. Ja, aber eigentlich so. Weißt du? Ja, ja. Dann heißt es im Gegensatz für das Alter. Und diese Relativierung ist eigentlich schon eine Aussage, eigentlich muss man das sagen. Und deswegen habe ich mir immer eine mindestens 20 Jahre jüngere Frau genommen, weil alt werden sie von alleine. Ich habe gesagt, alt Auto kauft ja auch keiner. Ja, so, genau. In diesem Sinne. Alles klar. Mal gut. Viel Spaß noch. Ne? Ich auch, gerne. Ja, ein bisschen ausführlicher geworden, aber mit meinem Freund Markus, wir sehen uns zu selten und wir haben zu selten Kontakt. Dann nutze ich natürlich solche Sachen aus. Und ihr habt ja jetzt mal, Markus, seine Meinung zu einigen Sachen gehört. Diese eventuell von dem abweicht, was ihr so im Kopf davon habt. Deswegen immer klare Worte, finde ich wichtig, dass ihr wisst, woran ihr seid. Auch bei Markus ganz wichtig, dass ihr wisst, woran ihr seid. Und dann läuft der Laden. So, jetzt gucken wir mal weiter. Was haben wir hier? Jetzt ist erstmal ein paar Meter hier ohne Muskeln. Dann kommen wir hier zur Fetischabteilung. Also erstmal kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand so einen großen Fuß hat. Und dann haben wir hier... Das erinnert mich so ein bisschen an den Typen von, wie ist der Film mit den abgesägten Hörnern, der Typ, der so rot war. Ja, du weißt auch, wen ich meine. Ich weiß, welchen du meinst. Ja, dann müsst ihr auch wissen, wen ich meine. Das wird spannend hier, Alter. Was ist denn das hier? König Drosselbart, ein Gespenster, die Gespensterbahnabteilung ist das. Fetisch, Was gibt's hier? Darf ich fragen, was ihr macht? Außer schräg aussehen? Englisch schwierig. Okay, das ist natürlich geil. Komm auf eine scheiß deutsche Messe, quatschen nur Englisch. Macht Sinn. Oder ich bin wirklich so ein hängengebliebener Typ und muss mal mit Englisch anfangen langsam. Das nenne ich mal Fans hier, Alter. Ja, ja. Alle Geburtstag immer dabei. Nee, das ist sogar für meinen eigenen YouTube-Channel mal. Könnt ihr Mutti, Oma, Papa, Tante grüßen, könnt ihr alles machen hier auf dem. Ah, okay. Aber schön, dass er Smilodogs-Channel auch abonniert. Ja, immer dabei. Alles cool. Hey, Heiko, weiterhin viel Erfolg. Hab eine gute ganz Zeit. Sympathischer Typ und so geil die Videos. Überleg dir die Worte noch mal lieber. Nein, ist nicht so. Oldschool pur, hey, vielen Dank, Heiko. Danke dir. Wir haben dir fast das Schulterblatt rausgeklopft, Alter. Könnt ihr mal gucken, wen man hier oben noch so trifft. Ja, wenn wir mal so ein bisschen kreuz und quer hier einfach mal Halle 10.2 ausspionieren. Weil ich habe ja auch noch nicht so viel gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich die ganze Zeit fleißig am Stand stehe und für Fotos stillhalte. Was natürlich gelogen ist. Bitte? Und Autogrammkarten. Und Autogrammkarten gibt es natürlich beim Kalle logischerweise auch. Hallo Jane, nice to see you. It's a special YouTube channel from Mr. Heiko Kölbeck. Wir können auch noch da hinten einen Testosteron-Check machen. Wo denn? Genau da. Brauchen wir nicht, weil ich kenne meinen Testo-Wert und den will keiner hören, weil der ist
Jetzt werden viele denken, außerirdisch hoch. Nee, genau das Gegenteil ist der Fall. Kalle, sein Testo, weil er momentan netti sein muss, ist so weit unten, dass er fast nicht messbar ist, was mich tierisch nervt. Aber ist alles eine Arbeit, dauert halt nur seine Zeit. Ihr wisst selber, wie es ist, mit Terminen bekommen irgendwo heutzutage. Und das zieht sich halt alles so bei mir ein bisschen. Deswegen fühle ich mich momentan noch nicht ganz so wohl und bin auch nirgendwo im T-Shirt oder im Tanktop zu sehen, logischerweise. Ne? Aber ich habe für mich selber beschlossen und für euch, dass ich, oder ihr habt es eigentlich für mich beschlossen, meine Community hat sich ja ziemlich weit nach unten geschraubt, als junges Publikum, was mich aus meiner aktiven Zeit eh nicht kennt. Und deswegen werde ich mich jetzt nicht mehr über meinen Körper definieren, sondern über die Person Heiko Kalbach, den jetzt der Nachwuchs kennengelernt hat, der ein bisschen entertaint, der Social Media macht und so verrückte Sachen halt. Bleibt dem Bodybuilding treu, brauchen wir nicht drüber reden, das ist eine ganz klare Sache, weil ich trainiere nun mal gerne ab und zu. Aber ich werde da jetzt nicht mehr den Fokus drauflegen, mich umzubringen im Gym. Ich kann aber gerne mein Wissen weitergeben, was das angeht. Und kann das sein, dass wir die Lautesten sind? Können wir ja mal von außen unseren Stand zeigen. Also das ist Milodox Neosub. Da oben seht ihr schon mal den kleinen Ziegenbetrieb rumkumpeln auf der Galeria. Das Ding geht ringsherum, der ist wirklich ziemlich groß. Und hier drüben ist unsere Member Lounge. Die hat am Wochenende geöffnet für die Leute, die sich über den Registriercode eingeloggt haben. Und die können da ein bisschen chillen morgen. Ich würde sagen, vielleicht machen wir morgen Teil 2 und basteln den ran. Lassen wir erstmal dabei. Wir waren in Halle 10, haben uns alles so weit angeguckt. Ich hoffe, hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ist zwar alles ein bisschen laut und unverständlich, aber ja, das soll es jetzt mal gewesen sein. In diesem Sinne, Peace and Love, Rock'n'Roll, King Kalle.